Lacht ihr nur, aber früher haben die Leute auch geglaubt, dass es sowas wie den schlammerigen Summlinger oder den schrumpfhörnigen Schnarchkackler nicht gibt. Luna Lovegood in Harry Potter und Orden des Phönix. Und mit dieser Behauptung von der Luna, dass es diese Wesen gibt, oder bis es noch mehr gibt, heiße ich alle Lebensformen herzlich willkommen, die wieder eingeschaltet haben, im nächsten Part zu meinem Let's Play zu Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7, und wir zerstören jetzt den nächsten Horcrux. Jetzt kommt jetzt die Szene mit Hermine und Harry. Wo die da rumsmutschen. Ach, das ist ein Boss sogar, lol. LOL! Ich kann das Schwert sogar echt schwingen. Oh, Spinnen, sehr schön. Die mag Ron ja so gern. Ja, da ist es. Harry. In Augen des Auserwählten bist du ein Nichts. Na gut, ich hab auch keinen Respekt gegenüber Ron. Ich nicht. Okay, ich will ja nicht. Es gibt Leute, die mögen Ron. Ist ja nicht so schlimm dran. Ich kann ihn halt nur leider nicht ausstehen. Ich wollte daran, dass er auch viel zu gut für Hermine ist. Hermine ist viel zu gut für ihn. Sagen wir es mal so, er hat Hermine gar nicht verdient. was muss ich jetzt machen? Ah, die Tornados muss ich zurückschwingen dann. Ah, okay. Was passiert, wenn ich da mit Ron und Harry hingehe? Gar nichts. Cool. Wir haben den dritten Tagebuch, Ring, Locke, dritten Horcrux zerstört. Fehlt noch das Diadem, der Kelch, Nagini und Harry selbst. Geschichte fortsetzen. Okay, jetzt kommt bestimmt das gleiche Level, das ich aus der Demo kenne. Von vor über 10 Jahren. Genau. Na, die Ohrfeige hat er verdient.
Drei Stück fehlen halt noch. Nagini, DAD, Kelch und Harry. Na, ja, die hat das Set umgestellt. Na guck, die hat das Set umgestellt. Alles klar, dann machen wir weiter, ne? Oh, ich habe richtig gesehen. Und da links habe ich auch noch was gesehen. Lol. Siehst du, man muss nämlich wirklich, man muss alles benutzen. Da kommt man gar nicht drum rum. Also wie gesagt, entweder mache ich das halt, wie ich schon mal gesagt, entweder mache ich das jetzt oder halt später. Und Fleur de la Coeur. Oh, das ist aber random. Fleur ist aber jetzt random. Ach, so ein Specht. Ein Specht. Serquenius Lovegood. So. Hoffentlich wird es für immer regnen. Oder hat es vorher auch schon geregnet? Da weiß ich gerade nicht. Alles gut, großartig Ladebalken, ey. Alles klar, und los geht's. Jetzt müsste das Level kommen, wenn ich das aus der Demo kenne. Letztendlich ist das Haus der Familie Slavgood und rundherum sind so Drachen in der Luft. Ja, genau. Das ist das Lied, das ich aus der Demo kenne. Also ich habe es damals in der Demo gespielt, aber ich kann mich an das Level nicht mehr erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das gespielt habe. Warum ist Luna überhaupt hier? Die müsste eigentlich in Hogwarts sein. Hallo? Mr. Sephonius Lovegood? Do you love good? Die wohnt auch mitten in der Einöde, die Luna, ne? Ja, guck dir das mal an! Mitten in der wortwörtlich fast in der Wüste wohnt die, ey. Aber haben wir jetzt echt das Level aus der Demo erreicht.
Alles klar. Na gut, dass es so schnell geht jetzt, ey. Natürlich ist da ein Schüler in Gefahr. Aber nur die außerhalb von Dingens geben mir was. Ich bin mir vorhin noch nicht aufgefallen bis jetzt. Okay, so. Okay, drücken wir mal eben ein paar Karottchen. Lotti Karotti, das total verrückte Hasenspiel. So. Guck mal, was in der Tasche drin ist. Ein Eiscreme! Die wird jetzt ganz dick und dann explodiert sie. Boah. Wohl auch nicht. So. Also ich kann mich noch erinnern, an den Level hier noch erinnern, aber keep off the durable plums. Okay. Ah ne, jetzt erinnere ich mich doch wieder. Klar, jetzt, wo ich natürlich weiß, welche Szene kommen muss, jetzt mit den drei Brüdern. Man kann nicht erklären, warum der Harry verrät. Er will ja seine Tochter wieder haben. Man kann es schon verstehen. Er will halt nur Luna wieder. Er will, dass wir ihm folgen. Ah ja, der will ja auch, dass wir bleiben, ne? Sie Todesser ein. Sie Todesser kommen. Der sagt dann nachher dann auch Voldemort.
Bam, 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 bam. Ja, da oben, ich sehe es. Upsala. Alles klar. Ich hätte da was in den Zauber, in den Tee reintun müssen, damit die alle betäuben. Damit, ne? Damit die auch gar nicht entkommen können. Ist nur so eine Idee. Der Stopp, der Elderstab, der Mantel der Unsichtbarkeit und der Stein der Auferstehung. Oh, das war eine coole Transition, ey. Wir haben den Elderstab! Der hat den Elderstab. Auferstehung. Der hat den Stein der Wiederauferstehung. Und der Unsichtbarkeit. Ja, der Stein ist ja der Familie Peveril gewesen, all die Jahre. Gaunt meine ich. Das ist ja auch mal so geil. Ein reines Lego-Spiel in zweidimensional. Das wäre auch mal geil. Ich würde es feiern. Bruder 1. Ja, okay, Leute. Ich würde mal sagen, ob der Bruder sich da unten einkriegt oder wie es weitergeht mit den drei Brüdern in dem Märchen, das sind wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid nächstes Part auch wieder dabei. Die drei Brüder und alle Hexen und Zauber und ich euch sagen auf Wiedersehen, Leute. Tschüss.